Jeder sieht die Welt durch seine, wollte ich Brille sagen, Ego, oder? Stellt euch vor, ich bin der erfolgreiche Geschäftsmann. Bin ich dann nicht allzu verleitet zu sagen, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann und ich habe es ja geschafft, so können es andere auch schaffen. Ist das aber die Wahrheit? Habe ich es geschafft, dass ich zum Beispiel in Europa geboren wurde? Ist das mein Verdienst? Ist es mein Verdienst, dass ich das Glück hatte, in einer Familie groß zu werden, die mich auf ein Gymnasium und auf eine Hochschule schicken konnte? Ist es mein Verdienst, dass ich meine Gabe, die ich bekommen habe, in dieser Gesellschaft ausleben durfte? Jetzt werdet ihr euch denken, was für eine Gabe? Na, ihr wisst doch, jeder Mensch wird mit einer einzigartigen Gabe geboren. Aber nicht jede Gabe wird gefördert. So war es im alten Rom wichtig, die Kinder mit Schwert und Speer zu erziehen. Und man galt als guter Vater, wenn man die Kinder in eine Eliteschule gab, wo sie mit Schwert und Speer erzogen wurden. Heute wird niemand mehr seine Kinder mit Schwert und Speer erziehen, sondern heute bringen wir ihnen bei, gegeneinander sich zu messen. Du, ich habe eine Eins, ich habe den Test geschafft. Noch nie ging es bei der Erziehung der Kinder um die Kinder. Es geht immer nur darum, dass die Gesellschaft ihre Interessen in den Kindern verwirklicht. Und da haben einige Kinder das Glück, dass sie ihre Gabe ausleben können. Wenn ich zum Beispiel als Mathematiker geboren werde und dann in einer Buchhaltungsfamilie groß werden durfte, dann werde ich eine ganz andere Motivation haben, meine Arbeit zu vollrichten, als wenn ich zum Beispiel als Mathematiker beim Biller Regale schlichten muss. Und sehen wir diese Zusammenhänge? Oder sind wir nicht häufig, allzu häufig verleitet zu sagen, du, ich habe es ja geschafft, also dann musst das du auch schaffen. Sieht nicht ein jeder die Welt durch seine eigene Brille, durch sein eigenes Ego? Was ist, wenn wir dieses Ego aber ablegen? Erkennen wir dann vielleicht, wie die Dinge wirklich sind?